Moin Mädels, moin Jungs. Ihr habt mich schon lange nicht mehr hier sitzen sehen. Grundsätzlich ist es so, Kalle sitzt in der Disco und macht keine Party, sondern erzählt irgendwas. Heute, ihr seht schon am Titel, die Geschichte des Spandauer Hardbars. Und man denkt sich jetzt so, auch vielleicht für die Leute, die dabei waren oder Kollegen, so, hä? Also Kalle, langsam reicht's. Alle wissen, es war geil und was willst du dazu jetzt noch groß erzählen? Es war einfach eine krasse Sache, aber jetzt halt doch mal dein Maul, Alter. Letztendlich kann ich aber trotzdem ein bisschen was zu erzählen, vor allem werde ich auch immer wieder was gefragt und letztendlich hat das Ganze auch was mit allem gemacht. Das ist ja eine mehr oder weniger kleine Kultur geworden. Ganz viele Leute haben den Spandauer Hardbars zelebriert, gefeiert und ich kriege noch heute, wöchentlich, täglich Bilder, Insta-Stories, alles Mögliche. Es gibt mittlerweile einen eigenen Instagram-Filter, den Fless gemacht hat, bei Instagram, by the way. By the way. Ja, und es ist bis heute einfach immer noch eine kleine Bewegung, habe ich so das Gefühl. Ganz viele Leute feiern auf Spotify, da heißt es ja slawische Popmusik. Ja, oder das Video an sich, das mittlerweile über 3 Millionen Views hat. Die 10-Stunden-Version hat über 1 Million Aufrufe. 1 Million Aufrufe? Hallo! Und irgendwie habe ich mich nie so wirklich da öffentlich zu geäußert, beziehungsweise ich habe es einfach genossen. Das Ding war ja damals auch ganz lange in den Trends auf Platz 1, ich glaube eine Woche oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. 2 Wochen insgesamt in den Trends, also es war ziemlich krass, hat mega viel Bock gemacht und alle wollten natürlich dann sofort mehr. Alle wollten ein Spandauer Hardbars 2. Wann? Wann? Und das werde ich natürlich seitdem gefragt. Und das ist auch irgendwie so Grundsatz für dieses Video, beziehungsweise das soll letztendlich dann auch am Ende des Videos beantwortet werden. Der Spandauer Hardbars 1, nur nochmal so für die anderen Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, immer noch nicht, war eigentlich so eine kleine, ich sag jetzt mal, Schnapsidee. Also letztendlich, ich wollte einfach nur ein Abonnenten-Special haben. 100.000 Abos letztes Jahr geknackt, war mega nice, hat mega Bock gemacht. Alle haben gesagt, Kalle! Bei dir läuft's! Und dann habe ich natürlich gesagt, ja danke, jetzt müssen wir aber irgendwas machen. Das Video wurde ja schon produziert, bevor ich die 100.000 geknackt habe. In weiser Voraussicht habe ich also ein Video gemacht, in der Hoffnung, 100.000 Abos werden geknackt werden. Jetzt sind wir bei 200.000, kommen wir gleich zu. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben doch noch diesen Song. Ich habe diesen Pyrictus, also der tatsächlich auch in der Vergangenheit schon oft in Videos von mir Musik produziert hat. Vielleicht hier mal ein kleines Beispiel. Und hier noch ein kleines weiteres Beispiel. Ich mache Kartoffeln zu Kroketten, Mann, ich fühle mich wie ein Koster. Von allen anderen Küchen sind sie bad, nur von mir schmecken sie super. Ja, und hier noch ein weiteres Beispiel. Und wie ihr seht, in der Vergangenheit, auch wenn man jetzt mal auf die Videos guckt, die sind schon etwas länger her. Pyrictus ist von Anfang an mit dabei. Hinten bei mir drin. Abonniert seinen Kanal. Link ist in der Beschreibung. Naja, und er hat damals auch wieder was für mich produziert, beziehungsweise wir hatten gesagt, Max und ich, wir wollen einfach als Hintergrundmusik irgendwie so ein Hardbass-Ding haben. Oder irgendwie so ein dieses Russian-Hardbass-Ding. Das finden wir cool. Sowas wollen wir haben. Jetzt haben natürlich auch ganz viele gesagt, bevor ihr jetzt wieder in die Tasten klopft, Alter. Ey, das ist doch gar kein richtiger Hardbass. Ja, und? Aber es war nice. War irgendwie nice. Na, und wie gesagt, viele Leute feiern es ja auch. Also, warum beschwert ihr euch jetzt eigentlich darüber? Ich muss ja auch gar nicht darauf antworten. Naja, und hat er gemacht und getüdelt und irgendwie ging das nicht voran. Und er war dann auch schon so ein bisschen, also der Pyrictus meinte so, ja, was, Leute? Leute! Leute, was ist denn jetzt hier mit dem Kack? Er hat natürlich auch Zeit investiert und pipapo und gemacht und getan und getudelt. Aber irgendwie wurde das Projekt dann kurzerhand auf Eis gelegt und es war dann ein bisschen kacki, weil er dann da Zeit investiert hatte und wir da uns nicht mehr drum gekümmert haben. Also ich habe dann vor allem mit Adrian, also Cutter 1 ist es, glaube ich, bei Max. Cutter 1, 2, 3. I don't know, auf jeden Fall einer der Cutter von Max hat mit mir zusammen und Robin, also Pyrictus, diesen Song mehr oder weniger kreiert, sagen wir jetzt mal so. Und dann irgendwann, wie gesagt, ist es dann an uns vorbeigezogen und keiner hat sich drum gekümmert, um die Schande, du. Das war ganz schön bitter. Naja, und eines Tages saß ich da zu Hause in meinem Lamborghini, Ferrari, Porsche, Maschalago. Ja, so heißt der. Hab mir ein bisschen an den Klöten gefummelt und hab gedacht, ich brauche ein geiles Special. Und dann hat natürlich der Geistesblitz sofort funktioniert. Ich Robin angerufen und hab gesagt, ey Robin, was hältst du davon, wenn du den Song zu Ende machst? Ich schnapp mir hier ein paar Jungs, wir gehen oben aufs Dach, zappeln ein bisschen und ich hab ein Video. Er hat so gesagt, ja, du,
Ich fand eh schade, dass wir es nicht zu Ende gebracht haben. Ich meine, ist ja auch meine Zeit. Kann ich auch verstehen. Kann jeder, glaube ich, verstehen. Aber ja, ich bin manchmal ein bisschen zerstreut. Bin ich ehrlich, du? Das ist dann halt so. Ja, der Robin hat da ein bisschen gefummelt und gemacht und getan und dann zack, hatten wir da einen Song. Ja, war super schnell, glaube ich, auch damals. Also verhältnismäßig. Haben wir auch gleich noch zu. Und dann habe ich den Jungs bei, habe ich einfach so ein paar Leute gefragt, ey, ich will ein Special machen. Ist hier bei uns. Müssen einfach noch aufs Dach gehen. 2 Stunden. Wir drehen das schnell. Wir zappeln ein bisschen rum und dann wird's nice. Ja, und den Rest kennt ihr schon so ein bisschen. Also ich habe dann an dem Tag, wo ich dann auch kurz davor war, die 100.000 zu erreichen, das Video geschnitten. Ja, also ich habe es erst an dem Tag geschnitten, wo ich dachte, ja, heute könnte es was werden. Und am Ende des Tages kam dann wirklich der Spandauer Hardbass live auf meinem Kanal. Und die Leute sind komplett durchgedreht. Das hatte auch super schnell irgendwie schon die ersten 100.000 Aufrufe. Und ich dachte so, wow. Habe mir aber an dieser Stelle nicht so viel dabei gedacht. Bin dann hier tatsächlich mit einigen Jungs noch ins Brauhaus gegangen. Habe die 100.000 gefeiert und bin dann irgendwann ins Bett gegangen, ne? So. Ja, und am nächsten Tag wache ich auf, will so gucken, ah, wie viele Klicks hatten das Ding mittlerweile. Und dann sehe ich vor allem erstmal einen Tweet auf meinem Handy, der mir so richtig ins Gesicht schießt. Ja, also wirklich so, wow, was ein Tweet. So, ich bin so witzig. Alter, ich habe mir gerade Sabber an meine Nase mit der Zunge. Ah, ich bin noch Single. Und dann tweetet einfach Hendrik Ruhe von Instinct 3, ey Kalle, dein Spanner hat was übelst in den Trends, Alter. Und ich so, was, Alter? Und er so, ja, Alter. Also, so ungefähr ist die Konversation. Ja. Bibi war auch noch mit irgendeinem Video in den Trends auf Platz 1 und die haben wir dann einfach darunter gedroschen und dann waren wir irgendwie original fast eine Woche auf Platz 1. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber waren wir ziemlich lange auf Platz 1 der Charts. Der Chart sei schon. Der Trends auf YouTube. Und das war für mich so das erste Mal so ein richtig virales Ding. Weißt du, wie ich meine? Wo die Leute sich gedacht haben, krass, die Spandauer und der Kalle. Was machen die da? Das ist seitdem ja irgendwie so ein bisschen zum Kult geworden. Ich habe dann irgendwie aus Spaß getweetet, bei 1 Million Aufrufe gibt es eine 10-Stunden-Version. Auch keine 2 Monate hat das gedauert, dann gab es 1 Million Aufrufe, dann gab es wirklich die 10-Stunden-Version auf meinem Hauptkanal. Mittlerweile auch über 1 Million Aufrufe, ich habe es vorhin schon gesagt. Es ist insane. Es ist absolut insane. So, und ich dann natürlich gedacht, boah, krass, das könnte echt was sein, was ich öfter machen soll. Vielleicht jetzt in nächster Zeit öfter solche Videos, ne? 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 Dazu kann ich auf jeden Fall 2 Sachen sagen. Zum einen, wir wollten definitiv ein Spandauer Hardbass 2 relativ zügig nachziehen lassen, aber es kam dann Ende des Jahres, letztes Jahr, sehr viel zusammen, weil mein Kanal weiter gewachsen ist, ich viele Kooperationen dann auch hatte, die Gamescom war auch nochmal so ein Thema und letzten Endes, wir wissen es alle, Corona hat uns jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Ist für alle immer noch ein sehr, sehr großes Thema, auch nach wie vor. Es gab aber ja so eine Zeit, wo das Ganze sich so ein bisschen beruhigt hatte. Hatte man zumindest das Gefühl. Und alle kamen wieder an. Spandauer Hardbass 2, bald hast du die 200.000 Abos. Wann kommt's endlich? Wurden wir eingeladen zum Videodreh zu Hyper Hyper von Eskimo Callboy. Eskimo Callboy und Max, also Henno, die kennen sich ja schon etwas länger. Die sind gut miteinander. MC Thunder und solche Sachen, ihr wisst ja bestimmt alle Bescheid. Ne? 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 Und dann meinten die halt auch, ey, wir haben dieses Spandauer Hardbass-Ding vom Kalle gesehen, Alter. Und das ist unnormal belohnt. Ich will den in mein Video haben, hat Herr Eskimo Callboy dann zu Max am Telefon gesagt. Und Max hat gesagt, ja, ich kann ihn mal fragen, kein Problem. Und er dann zu mir gekommen, Max, also zu Kalle, also ich ihm, er mir, er sich, wir ihm, getalkt. Ja, dann meinte er so, ey, Kalle, du, ich hab hier was für dich. Dann haben die bei Eskimo Callboy den Hyper-Hyper-Song unter das Spandauer Hardbass-Video gelegt. Es war GG. Es hat einfach so gut gepasst. Und ich dachte mir so, alles klar, da können wir was machen. Das wird mega nice. Wir haben da diese Tanzchoreo einstudiert. Ist auch sehr witzig, weil ich habe quasi den Jungs und Mädels, also vor allem den Jungs, also es gab gar keine Mädels. Ich habe den Jungs dann halt beigebracht, was wir da getanzt haben. Viele Tänzer unter euch vielleicht werden wissen, das war jetzt nichts Anspruchsvolles. Das war einfach wirklich was für Bewegungslegastheniker. Und das sind die hier nun mal alle. Fast alle. Also Max und Christo, die konnten das eigentlich ganz gut. Sterzik hat sie auch gut gemacht. Aber alle hier von Summoners Inn sind absolute Kacknasen, wenn es ums Tanzen geht. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, und bei diesem Videodreh sind dann so viele nice Szenen entstanden, weil wir auch hier tatsächlich so ein bisschen das reproduziert haben, was wir beim Spandauer Hardbass 1 gemacht haben. Ich mache ein eigenes Video auf meinem Kanal zu dem Song.
und ihr nehmt eure Szene, die ihr braucht für euer Video. Eskimo Callboy hat es dann zuerst released und ich dann kurze Zeit darauf. Ich glaube, mit dem Endergebnis sind jetzt alle Seiten noch zufrieden. Unter euch gab es so ein paar Leute, die das Ganze ein bisschen missverstanden haben. Ich habe aber auch ein bisschen gebetet mit dem Titel, bin ich ehrlich. Jetzt aber nicht zu krass, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Kopf im Gehirn hat, ne? Kopf im Gehirn, ja, ich habe das ehrlich, mit Absicht. Das habe ich jetzt gesagt. Kopf im Gehirn. Dann hätte man eigentlich wissen müssen, das ist nicht der Spandauer Hardpass 2. Und hier sage ich es auch nochmal ganz offiziell. Hyper Hyper in der Spandauer Hardpass Gang. Gang, Gang, Gang. Ist nicht der offizielle Spandauer Hardpass 2. Ursprünglich hatte ich tatsächlich geplant, den Spandauer Hardpass 2 als 200.000 Abo Special zu machen. In der damaligen Form, wie ich das Ganze konzeptioniert habe und wie ich mir überlegt habe, wie das Video aussehen soll, hätten wir das niemals machen können. Das hätte durch Corona, das hätte nicht funktioniert. Es wäre nicht gegangen. Für mich ist das so ein Projekt, was ich tatsächlich für mich mal so ein bisschen, so dieses, ich nehme hier die Jungs und wir tanzen irgendwie zu irgendeiner Mucke. Durch dieses Spandauer Hardpass Ding hat sich das für mich so zu meinem Ding rauskristallisiert. Und ich habe ja auch in der Vergangenheit oft mit diesen Kommentaren zu kämpfen gehabt. Kalle macht ja nur Henno nach oder der macht nur den nach und der macht deine Mutter nach und alles wird nachgemacht. Aber ich finde halt trotzdem, dass man einen Punkt hatte, wo man gesagt hat, Kalle, eine Sache, die nur du machst, das wäre halt nice. Und das hatte ich halt mit diesem Tanzen und mit diesem wir dancen zusammen irgendwo in einem Musikvideo, so nach dem Motto. Deswegen ist mir auch wichtig, dass der Spandauer Hardpass 2 nicht so dahingeschissen ist. Am Ende des Tages ist es so, Robin und ich haben sehr viel Zeit in den Spandauer Hardpass 2 investiert. Das musikalische Projekt Spandauer Hardpass 2 ist etwas, was ganz anders angefangen hat, dann nochmal komplett über den Haufen geworfen wurde, wieder neu angefangen und im Endeffekt, ich bin sehr zufrieden damit. Aber ich glaube, Perictus hat tatsächlich graue Haare dabei bekommen, was ich alles wollte, was er dann machen musste. Und dann kam das Feedback nicht. Es war also wirklich eine Prozedur. Für mich war aber auch wichtig, dass man diesmal auch diesen Hardbass an sich ein bisschen mehr trifft. Aber auch den Charme der ersten Version nicht verliert. Und dass es auch ein bisschen was anderes ist. Und es wird natürlich auch irgendwann kommen. Wir alle hoffen, dass wir das dieses Jahr noch durchziehen können. Und ich verspreche euch, es wird ein geiles Video. Aus meiner Sicht ist es ein geiler Track und dann können wir uns alle gemeinsam darüber freuen. Und weil ihr so nett aufgepasst habt, bekommt ihr jetzt einen offiziellen kleinen Teaser zum Spandauer Hardpass 2. Toll, oder? An dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, abonniert diesen Kack-Kanal, macht 10 Glocken an meinetwegen, schreibt was in die Kommentare, grüßt eure Oma oder sonst wen und bald gibt's hier wieder die nächste Dröhnung, ne? Macht's gut.